Um solch ein Farbmuster herzustellen. Warte mal, bis es kommt. Brauchen wir nicht viel Farbe. Denn wir brauchen Schwarz. Dann was? Kupfer, Bronze. Rot, ganz wichtig. Und was Angerührtes aus drei verschiedenen Farbtönen. Und am Ende sieht so aus. Aber wir haben jetzt unsere erste Farbe aufgetragen. Dann haben wir unsere Pupillen gemacht. Jetzt kommt der nächste Step. Dafür brauchen wir Rot. Und zwar müssen wir jetzt die Luftzufuhr so einstellen, dass wir, wie man sehen kann, nur leichte Farbtupfer kriegen. Das heißt, müssen die Luftzufuhr sehr weit runterdrehen, also fast zumachen. Und dann Auge für Auge. Der eine mag es mehr, der andere mag es weniger. Und so haben wir schon ein dezentes Muster. Das war es eigentlich schon. Und jetzt geht das weiter mit Bronze, Kupfer. So, und jetzt, wie gesagt, mit Bronze Kupfer fangen wir jetzt an, einen Teil der Pupille zu lackieren oder besser gesagt, einen Teil des kompletten Auges. Denn wir haben auch noch einen anderen Farbton. So, jetzt haben wir einen Teil. Über die Hälfte haben wir jetzt mit der Farbe gelackiert und jetzt geht es zum nächsten Farbton. So, und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Farbton. Und zwar wird jetzt die andere Hälfte damit lackiert. Das sind jetzt eigentlich die Grundfarben. Und jetzt werden wir nur noch zum Schluss eine Deckfarbe aufsetzen, ne? Und wie das jetzt schon aussieht, ohne Deckfarbe, bleibt dran. So sieht das Auge jetzt ohne Deckfarbe aus. Ist schon ganz cool, ne? Wenn man jetzt ins Licht gucken will. Ist ja noch sehr transparent. Das ändert sich jetzt. Und zwar fangen wir an, ganz leicht den Rand zu lackieren. Nur sehr dezent.
Ich werde euch jetzt mal schon mal den Effekt zeigen. Natürlich ein bisschen vorsichtig sein, die Farbe ist noch frisch. So, der linke ist mit Rahmen, also mit Hintergrundfarben, und der rechte ist ohne Schwarz, also ohne Hintergrund. Das macht natürlich schon sehr viel aus. Aber ich glaube, wir werden noch eine Farbe reinsetzen. Seid gespannt. So, die haben wir jetzt fertig. Wir haben den schwarzen Rand. Viele haben auch gefragt, wie lackiere ich die am besten? Und zwar haben wir hier, habe ich mir eine kleine Silikonform gemacht. Du hast einfach die, hast du eine Größe der Form ausgesucht, die du haben willst. Bestimmte Anzahl von Augen. Auflegen. Doppelseitiges Klebeband auf eine bestimmte Breite. Schön ein nach dem anderen auflegen. Silikon rüber. Natürlich die Form entsprechend hoch. Hier in dem Sinne ist sie gerade mal ein kleines bisschen höher als das Auge. Also doppelte Höhe. Ja. Also das hier, das sind die, die vorhanden waren. Die legen wir mal hier hin. Und das hier sind die, die wir gerade lackiert haben. Ich finde, die sind sogar sehr gut geworden. Diesmal ist der Effekt in der Pupille ein bisschen mehr. Bei denen ist sie weniger. Das weniger finde ich natürlich persönlich ein bisschen besser. Aber das ist halt Handarbeit, ne? Nicht jedes Auge ist gleich. Und von daher ist das schon ganz cool. Hier haben wir auch die roten Farbpartikel ein bisschen dezenter. Hier sind sie mehr. Ja, so schwer ist es nicht, Augen zu lackieren. Und in nächster Zeit wird von meiner Seite auch ein paar mehr Tutorials kommen. Das ist jetzt mein erstes, deshalb ist die Qualität hier von meinem Smartphone und meine Halterung ist alles noch sehr provisorisch. Aber ich habe mir sagen lassen, ich sollte mir mal angewöhnen, ein paar Videos von Herstellungsprozess zu machen. Und in dem Sinne haben wir mit den Augen angefangen und dann schauen wir mal weiter, denn heute muss er noch lackiert werden. Grundfarben sind auch da. Hier haben wir ein bisschen Gold, ein bisschen Perlmutt, ein bisschen Silber als Grundglitzer. Dann haben wir hier hinten Rot, Orange, UV-aktiv, dann Metallic Blau. Und jetzt kommen erstmal noch ein paar lecker Stripes und Muster. Also, die stehen im Vordergrund. Also, es hat mich gefreut. Vielleicht konntet ihr was mitnehmen und wir werden sehen. Hier sind noch ein paar Augen. Es wird demnächst auch noch andere Farbmuster geben. Und wir warten ab. Also, macht's gut.